Hi, mein Name ist Tim Wickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich begrüße dich zur Warm-up-Serie Hamburger und Coca-Cola. Viel Spaß! In der neuen Warm-up-Reihe Hamburger Coca-Cola geht es selbstverständlich nicht um Fast Food, der eine oder andere wird das jetzt bedauern, sondern es geht um Groupings, beziehungsweise um Gruppierungen auf Deutsch, also um Rhythmen, die aus 3- und 4er-Schlägen bestehen. Deswegen Hamburger, 3 Silben, also das ist die Dreiergruppe, und Coca-Cola hat 4 Silben, das ist dann logischerweise die Vierergruppe, und die werden wir dann im Laufe dieser Warm-up-Reihe zusammensetzen, und heute geht es eben relativ easy los. Wir brauchen erstmal nur die Hände, die Füße kommen irgendwann in einer späteren Folge ins Spiel. Wer sich mit den Füßen beschäftigen möchte, dem empfehle ich meine Warm-up-Reihe Craig Blundell Independence. Hier oben in der Infokarte findet ihr den Link dazu. Lasst uns aber jetzt mal mit der Hamburger Coca-Cola-Reihe richtig loslegen. Wir machen also einen Dreier-Rhythmus, das ist der Hamburger. Und wir machen immer rechts-links abwechselnd. Das heißt rechts-links-rechts, rechts, einmal Hamburger, links-rechts-links ist dann der zweite Hamburger. Und wenn wir das dann durchspielen oder durchsprechen, ich spreche es einmal für euch vor, es ist also immer Hamburger, 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 Hamburger. Und dabei spiele ich immer rechts, links, abwechselnd. Lasst uns das doch einmal gemeinsam machen. Ich zähle euch mit 2 Hamburgern vor und dann legt ihr einfach mit mir zusammen los. Hamburger, 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 Hamburger. Das war ja jetzt noch nicht so ultra schwer, deswegen wollen wir es natürlich noch ein bisschen verfeinern. Und zwar hätte ich gerne, dass wir die erste Silbe des Hamburgers, also das Ham, nicht mehr auf der Snare Drum spielen, sondern auf Toms legen. Und die rechte Hand macht ihr bitte auf Tom 3 bei Ham und die linke Hand macht ihr bitte auf Tom 1 bei Ham. Okay, das heißt, wenn wir die 3 Silben haben, Hamburger ist Ham rechts auf Tom 3 und Ham links auf Tom 1. Und das wird immer von Hamburger zu Hamburger hin und her wechseln. Damit es ein bisschen deutlicher wird, machen wir einmal den Hamburger nur mit rechts immer beginnend. Ich mache das einmal vor. Und das Ganze dann mit links beginnend auf Tom 1. Es bleibt bei rechts, links, rechts oder links, rechts, links, wie ihr gesehen habt. Wenn wir das hintereinander setzen, dann wollen wir eben nicht diese Lücke haben, die ich gerade gemacht habe, sondern wie wir es am Anfang gemacht haben, wo wir Hamburger, 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 Hamburger eben durchgesprochen haben. Und da kann man sich dann ein bisschen helfen, indem man einfach ein Metronom nimmt und das so einstellt, dass immer der erste Schlag des Hamburgers betont wird. Das will ich euch einmal vormachen. Ihr seht jetzt hier unten meine 1 und das wird immer wieder aufleuchten. Also in dem Bereich seht ihr meine 1 und es wird immer wieder aufleuchten und der Rhythmus wird aber ein Dreier sein. Hört euch das einmal an. Und dazu kann man dann wunderbar Hamburger mitsprechen. Und zwar immer auf der Betonung ist das Ham, das ist auf den hohen Ton, ne? Hamburger, 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 Hamburger. Und dann kann man das Ganze natürlich immer im Wechsel mitspielen. Das heißt, ich fange mit der rechten Hand an, es bleibt immer rechts, links abwechselnd. Und dadurch ändert sich immer die Hand, die von rechts Tom auf
die Snare, dann Linkstop und so weiter. Versuchen wir es mal. Ich zähle euch zwei Hamburger vorweg. Hamburger, Hamburger. Und da habt ihr jetzt gesehen oder gehört auch, wie man das spricht und dann spielt. Hamburger, Hamburger. Fehlt der zweite Teil, unsere Coca-Cola. Coca-Cola, vier Silben, also es ist ein Vierer-Rhythmus. Und den kann ich auch erstmal nur auf der Snare spielen. Ich mache einmal Coca-Cola vor und dann spiele ich einfach nur auf der Snare Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Da ist nichts dabei, würde ich mal glatt behaupten. Und jetzt war es wieder so, die erste Silbe, also Co, ist die erste Silbe von Coca-Cola. Die erste Silbe, das Co, machen wir auf Tom 3 mit unserer rechten Hand. Die linke Hand bleibt jetzt auf der Snare, weil es sind ja vier Silben. Das heißt, es ist symmetrisch, beziehungsweise es ist nicht symmetrisch, sondern immer die rechte Hand geht auf das Tom bei Coca-Cola. Denn die linke Hand kommt gar nicht in die Verlegenheit, auf Co erstmal zu schlagen. Dazu können wir uns natürlich wieder eines Vierer-Rhythmuses bedienen. Das stelle ich auch wieder an meinem Gerät ein, an dem Metronom, und dann machen wir es direkt mal mit dem Metronom. Vorher zeige ich euch nochmal, wie das dann zu klingen hat. Das wäre dann so. Coca-Cola, Coca-Cola. Jetzt mal mit dem Metronom. Ihr seht wieder hier meine 1 und anstatt jetzt den Dreier-Rhythmus von dem Hamburger zu hören, wird die 1 immer bei Co aufblinken, weil es ein Vier-Rhythmus eingestellt ist. Also Achtung, das wäre dann so. Also Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Und dazu spiele ich jetzt meinen Rhythmus auf dem Schlagzeug. Rechts, links abwechselnd. Ich beginne auf Tom 3, weil nur die erste Silbe bei dem Co soll auf Tom 3 mit der rechten Hand geschlagen werden. Einmal Coca-Cola vorweg. Coca-Cola. Weil das so cool ist, machen wir es auch mit Linksbeginn. Das heißt, jetzt anstatt rechts, links abwechselnd zu schlagen, beginne ich mit einer linken Hand und schlage links, rechts ab. Und dann kommt es wieder so, dass die linke Hand eben nicht auf Tom 3 dann geschlagen wird, sondern die linke Hand wird wie bei Hamburger auch schon bei der ersten Silbe bei dem Co auf Tom 1 geschlagen. Wieder zusammen mit dem Metronom. Coca-Cola! Super. So, bis hierhin haben wir jetzt getrennt gemacht den Hamburger-Rhythmus und den Coca-Cola-Rhythmus. Und jetzt möchte ich aber die beiden verbinden. Und das machen wir folgendermaßen. Da gibt es mehrere Optionen. Und glaubt mir, am relativ einfachsten, relativ, weil es ist schon gar nicht so ohne, macht man zweimal Hamburger und einmal Coca-Cola. Der Rhythmus wäre dann folgendermaßen. Ich spreche euch das mal vor. Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola.
Also das heißt, alle Silben sind gleich. Nichts ist schneller, nichts ist langsamer. Alles ist exakt identisch. Ich mach's nochmal mit. Ich sticke nochmal mit, sozusagen. Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola. Und damit jetzt wirklich nichts schief gehen kann, mache ich gleich das Metronom dazu an und der tippt die ganze Zeit das Tempo vor, in dem ich meine Silben dann sprechen muss, beziehungsweise auf dem Schlagzeug schlagen muss. Und es bleibt dabei. Hamburger, erste Silbe. H auf dem Tom 3 mit rechts, beim zweiten Hamburger Tom 1 mit links und bei Coca-Cola ist Co, die erste Silbe von Coca-Cola, eben wieder mit der Rechtshand auf Tom 3 und dann beginnt das Ganze von vorne. Das heißt, wir haben einmal Tom 3 links, rechts, Snare, Tom 1 mit links, Snare und dann rechts Tom 3 links, rechts, links, Snare und dann beginnt das Ganze von vorne. Ich mache das einmal gerade nur vor. Ich zähle einmal vorweg. Hamburger, Hamburger, Coca-Cola. Und jetzt mache ich das Metronom dazu an und ihr spielt bitte mit. Hamburger, Hamburger, Coca-Cola. Das hat es schon leicht in sich und jetzt machen wir das noch umgekehrt. Das heißt, umgekehrt in dem Sinne nicht, dass ich alles umkehre, sondern ich beginne jetzt nicht mit der rechten Hand, sondern mit der linken Hand. Dadurch bekomme ich, dass die linke Hand auf Tom 1 anfängt, rechts, links, näher. Beim zweiten Hamburger rechte Hand Tom 3, links, rechts, näher. Und bei Coca-Cola den ersten Schlag, also die erste Silbe, mit der linken Hand auf Tom 1 und dann rechts, links, rechts auf der Snare Tom. Das ist dann schon die anspruchsvollere Variante. Wir machen das Gleiche. Wieder natürlich mit dem Metronom zusammen. Hamburger, Hamburger, Coca-Cola. Das war der erste Durchgang von der Warm-up-Reihe Hamburger Coca-Cola. Der zweite folgt dann nächste Woche. Seid gespannt darauf. Und wem das jetzt zu langsam ist, der macht das einfach schneller. Und wem es zu schnell ist, der macht es einfach langsamer. Achtet wirklich darauf, dass alle Schläge die gleichen Abstände haben. Das heißt, kein Schlag darf früher oder später kommen als ein anderer Schlag. Alles ist wie eine Maschine absolut getimt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Warm-Uppen für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und munter. Euch eine schöne Woche. Bis dahin, euer Timo. Ciao.